Dann hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der ersten DFB-Pokalrunde zwischen unserem Halleschen Fußballclub und dem und St. Pauli. Die Begegnung endet 2:3 nach Verlängerung und das erste Wort hat wie immer unser Gästetrainer Alex Blessin. Bitte. Ja, erstmal Glückwunsch an die Performance von Halle. Wir wussten, dass es ein hartes Spiel geben wird. Sind natürlich jetzt auch froh, in der zweiten Runde zu sein, ja, und wir den Pokalfluch dementsprechend beiseite geschoben haben. Ja, war ein sehr intensives Spiel. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir ein paar Probleme hatten in der Ballzirkulation, im Wechseln von den Seiten, dass wir da einfach nicht schnell genug gespielt haben, klar genug gespielt haben und dann in den Umschaltmomenten bei Ballverlust haben wir auch nicht gut reagiert. Das heißt, da haben sie zu viel Zeit gehabt und haben dann sehr schnell lange Bälle gespielt. Von daher können wir da sicherlich nicht zufrieden sein, aber das, was wir mitnehmen, ist, dass wir zweimal zurückgekommen sind, Fehler ausgemerzt haben, als Mannschaft dastanden und das dann zum Schluss dann auch gezogen haben. Ja. Von daher sind wir froh, nehmen das mit. Wie gesagt, Fluch besiegt in dem Moment und ja, jetzt geht's. Jetzt freuen wir uns auf die Heimpartie gegen Heidenheim. Dankeschön. Vielen Dank, Marc. Kommen wir zu deiner Einschätzung. Danke, Lisa. Schönen guten Abend. Danke, Alex, für die Glückwünsche, die, ja, auch wenn sie jetzt vom Ergebnis her uns nicht helfen, war die Leistung über 120 Minuten top. Das haben wir uns natürlich gewünscht, dass wir auch so in ein Spiel reinkommen, dass man vielleicht einen unhaltbaren hält und im Gegenzug das 1-0 macht. Und auch wenn man zu Beginn der zweiten Halbzeit dann den Ausgleich bekommt und vielleicht kurz nachdenken könnte, naja, schwieriger Zeitpunkt, ist noch zu viel Zeit für den Gegner, haben wir es doch sehr, sehr gut gemacht. Auch zurückgekommen und wieder in Führung gegangen. Es ist schon Wahnsinn, wie die Jungs das auch geleistet haben. Und dann träumst du vielleicht auch ein bisschen. Ja? Also das Spiel hat es dann auch ein bisschen hergegeben, dass du dran glaubst. Aber mit den Einzelaktionen und mit den Wechseln dann, war ja im Grunde genommen dann der Sturm von der Aufstiegssaison bei Pauli, war einfach in den zwei Abschlussaktionen eine enorme Qualität drin und das kannst du eben dann nicht komplett alles wegverteidigen, auch wenn es in der letzten Minute ist. Ja, auch wenn es einfach nur noch 60 Sekunden, 70 Sekunden gewesen wären, da können wir uns jetzt nicht lange dran aufhalten, aber die Jungs sind natürlich sehr niedergeschlagen und trotzdem ist es die Energie, wenn wir die Energie in den nächsten Spielen in der Liga, wir spielen ja schon am Dienstag wieder, auf den Platz bekommen, das ist das, was wir brauchen. Und der Support war überragend, die Stimmung war überragend. Die Kulisse hier ist auch cool, kenne ich so auch nicht. Von daher freue ich mich darauf, dass wir den Fans jetzt ab Dienstag wieder was zurückgeben können, was sie uns gegeben haben heute für dieses Spiel. Dankeschön. Marc, vielen Dank. Kommen wir direkt zu euren Fragen. Bitte einmal Name und Blatt. Ja, Friedrich Hagen von Jungen Press. Ich hätte zwei Fragen an den Gästetrainer, so kurz, nämlich einmal vor dem Spiel gab es ja auch so eine kurze Geschichte hier, dass du letzte Saison in Belgien einen Pokal geholt hast und dann auch eine schwierige erste Runde hattest, ja. Gegen einen niederklassigen Verein. So, ist das ja vielleicht eine richtige Zufall, der sich wiederholen könnte? So, ist das so ein Gedanke, der da umgeführt ist? Und dann an Heidenheim, der nächste Gegner, hast du ja auch angesprochen, die spielen ja morgen im Pokal und dann nochmal Donnerstag in den Conference League Playoffs. Wird sich das angeguckt oder ganz entspannt konzentriert man sich nur auf sich selbst? Ja, als Trainer hat man immer sehr viel Zeit zum Fußball gucken, von daher werde ich mir wahrscheinlich hier schon beide Spiele angucken, also das zu dieser Frage. Erste Frage, jetzt genau nochmal. Mit diesem, belgischer Pokal. Ja, haben wir Probleme gehabt, sind wir in 90 Minuten fertig geworden, haben so nochmal ein bisschen den Hals aus der Schlinge bekommen. Kann man jetzt nicht so vergleichen. Deswegen, es wäre schön, im Endeffekt dann das Gleiche zu erreichen, aber da ist noch ein weiter Weg vor uns. Wir sind jetzt erstmal froh über das Erreichen der zweiten Runde. Nochmal, diesen Fluch haben wir besiegt und das nehmen wir dann einfach mit. Ja, und das wird sicherlich interessant auch, wie jetzt vor allem Heidenheim die englische Woche dann verkraften wird. Ja, also
das, wie sie dann vor allem dann in der Conference League dann auch spielen. Ich habe es letztes Jahr genauso gehabt in der Europa League, und das ist schon was anderes. Sich darauf einzustellen, ist schon eine Herausforderung. Ja. Und wenn man es nicht kennt, dann also unterschätzen. Und ich kenne Schmidti, von daher glaube ich nicht, dass sie es unterschätzen werden, aber das macht natürlich schon was. Und, aber wir spielen daheim vor vollem Haus. Von daher freue ich mich da auf das erste Heimspiel dann in der Bundesliga, und ja, da besteht einfach nur die Vorfreude auf dieses Spiel. Das war's. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Fabian Wölfing, Mitteldeutsche Zeitung. Ja, jetzt noch, das Akkuno war so ein bisschen das Thema, dass er noch ganz viel mitgebracht hat aus dem Lübeck an negativen Emotionen, vielleicht auch Ballast. Und da hatte man das Gefühl, mit dem 1-0 heute ist der tonnenweise runtergefallen. Und dann war wie entfesselt eigentlich das ganze Spiel. Wie haben Sie ihn gesehen? Erstens habe ich ihn sehr gut gesehen. Zweitens muss ich aber auch sagen, dass er schon in den Spielen zuvor eine sehr gute Energie auf den Platz gebracht hat. Er viel fürs Team arbeitet. Das war im ersten Spiel so, wo er das Tor vielleicht erzwingen wollte, aber auch in dem Spiel jetzt in Erfurt, auch wenn er selber nicht getroffen hat, eine sehr gute Leistung gezeigt hat, vorne als was gerade das Spiel auch gegen den Ball angeht. Das hat er heute nahtlos aufgegriffen, und man hat gemerkt, dass wir da so einen Turm in der Schlacht vorne hatten mit ihm. Das hat er wirklich sehr gut gemacht, und das Tor, klar, gibt ihm Selbstvertrauen, sollte ihm Selbstvertrauen geben, denn seine Leistung, auch wenn er kein Tor geschossen hätte, die war top. Ich möchte eins bitte noch sagen. Glückwunsch natürlich, Alex, ne, an euch. Glückwunsch an St. Pauli für das Weiterkommen. Das habe ich gerade im ersten Statement vergessen. Und ich drücke euch die Daumen in der Bundesliga. Jetzt kann ich auch sagen, also viel Glück habe ich dir jetzt noch vor dem Spiel nicht gewünscht, aber jetzt natürlich für die Saison alles Gute, und ich wünsche euch den Aufstieg. Danke dir. Wie schön. Kein Druck. Dann noch eine Frage von der Mitteldeutschen Zeitung. Waren heute 14.000, die größte Kulisse, die dieses Stadion in einem Pflichtspiel je gesehen hat, in den letzten 50 Jahren. Stimmt nicht ganz? Nee, im ersten Spiel 2013, 14 gegen RB Leipzig waren wir im Stein. Ja? Okay. Zwei größte Kulisse, ist egal. Ich konnte mich an keine erinnern. Wie groß ist die Hoffnung, oder wie viele werden den Schönen am Dienstag gegen Klinike wieder den Weg hierher finden? Auch als Mut vielleicht für die Leistung. Das wäre natürlich cool. Also wir sitzen ja wahrscheinlich in 4 Tagen am Abend wieder hier, und vielleicht nicht so viele, aber die Jungs haben sich's verdient. Aber es sind ja auch jetzt, bevor wir dieses Spiel gemacht haben, dieses Pokalspiel bestritten haben, waren ja die Tickets verkauft. Also das Interesse war einfach da, die Lust war einfach da. Und ich für mich persönlich kann sagen, dass es jetzt mein 4. Spiel war, und in allen 4 Spielen, auch in den Auswärtsspielen, war das ein unglaublicher Support. Und wir reden von Regionalliga, und heute ist natürlich ein anderer Rahmen. Aber von meiner Seite kannst du weitergehen, ich hätte nichts dagegen. Das ist schon auch ein Punkt, ein Funke, der dir helfen kann, auch in der Saison. Ja. Vielen Dank dann. Einmal hier vorne. Ich hätte eine Frage an Alexander Bissler. Moin. Johannes Eggestein hat in der Lektion vorhin gesagt, dass der Sieg, wie er zustande gekommen ist, auch das Team zusammenschweißen kann. Meine Frage dazu, siehst du das auch so, und hättest du da gerne drauf verzichtet? Na, alles, was uns hilft. Also aus Fehlern ja auch immer zu lernen, das ist ja wichtig. Wenn wir Fehler nicht machen, dann wird es schwierig auch in der Analyse. Also das ist mir auch wichtig, gerade in der Vorbereitungszeit. Und das ist einfach, ja, wenn wir jetzt noch die nächsten 3 Wochen sehen, das zählt für mich als Vorbereitungszeit, dass wir Fehler machen und die dann auch ansprechen können, ja, und daraus zu lernen. Das ist für mich dann extrem wichtig. Aber natürlich gibt es dann auch, wie jetzt Jojo sagt, einen Push. Also mit Sicherheit, wenn du so ein Spiel dann noch ziehst, dann hilft es dir natürlich als Mannschaft. Ich meine, die Mannschaft an sich ist ja schon intakt. Also die funktioniert. Ja, von daher braucht es da nicht viel, glaube ich, noch an Siegen mehr. Aber das hilft mir als Trainer, Siege immer da Ruhe reinzubringen, und dass wir dann auch die Jungs dahin hinkriegen, dass wir von der Sache an sich überzeugt sind. Das ist mir ganz wichtig, und Siege helfen da immer. Gibt es weitere Fragen? Thomas Drüppel. Noch eine. Sie sagte gerade, die Energie heute aus dem Spiel mitnehmen, für das Dienstagspiel hier als Klinike. So hat das Spiel heute natürlich sehr viel Kraft gekostet. Der eine oder andere hat möglicherweise auch muskuläre Probleme, einen Kampf auch bekommen. Wie kriegen Sie die Jungs denn jetzt wieder fit bis Dienstag? Ja, wir fangen ja schon an. Die Jungs sind unten und pflegen sich. Das ist so das Erste, was wir jetzt machen können, dass die Jungs auch ein bisschen länger da bleiben. Auch jetzt schon essen.
gut und lange schlafen. Wir werden morgen auch Pflege machen, dass jeder seinen Slot bekommt. Und dann werden wir am Sonntag langsam wieder auftrippeln und werden den Jungs schon auch die Zeit für Erholung geben. Also es wird jetzt nicht so viel darum gehen, auf dem Platz jetzt noch was zu machen. Wir werden auch viel über Videoanalyse machen, was den Gegner angeht. Die Infos werden wir den Jungs geben, dann für Dienstag. Und dann hoffen wir natürlich auf halbwegs frische 11 Spieler, die starten werden am Dienstagabend gegen Altklinge. Gibt es weitere Fragen? Ja, bitte. Herr Plessin, Sie haben gesagt, dass Sie umgestellt haben, wahrscheinlich mit dem Viererwechsel in der 70. Minute. Bitte? Wahrscheinlich mit dem Viererwechsel in der 70. Minute. Warum haben Sie nicht eher umgeschaltet, zum Beispiel in der Halbzeitpause? Warum nicht? Also für mich ist, wenn, das habe ich auch zu den Jungs gesagt, also wenn mal da so ein Windchen weht, dann gleich umzustellen, das ist, für mich war es klar, wo die Fehler liegen, die dann anzusprechen und es dann einfach besser machen. Also ich werfe nicht gleich alles über Bord, nur weil es schlecht läuft oder weil wir keinen Zugriff haben. Und die Punkte habe ich ja klar erwähnt, was wir besser machen können, müssen, haben wir dann auch in den ersten 10, 15 Minuten dann auch gemacht. Und von daher, wenn es Sinn macht, dann ja, natürlich, dann stellt man auch um, wenn man vor allem die Qualität auf der Bank dann auch hat. Aber nicht alles gleich über den Haufen werfen, wenn es ein bisschen da den Anschein erweckt, dass man, dass da Wind ein bisschen aufkommt. Also mit Sicherheit. Ne? Einmal hier vorne bitte. Frage an Alex. Ich fand, Andreas Eilert hat eine richtig gute Vorbereitung gemacht. Überraschenderweise war heute nicht im Kader. Kannst du mal lösen? Ja, das ist immer so eine Sache. Das hat jetzt ihn getroffen, weil ich dann einfach von der Perspektive aus gesehen habe, okay, im Training, wie gibt sich Elias, wie gibt sich Dapo, da haben wir zwei Stürmer, einen dritten Stürmer in dem Moment, fand ich es dann nicht vonnöten, mit auf die Bank zu nehmen. Und dann haben wir uns so entschieden. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir hätten dann nochmal in der zweiten Halbzeit vielleicht eine Option gehabt für Target-Spieler, dass man den dann lang anspielt. Ja, aber von daher, war für mich in der Hinsicht dann die Entscheidung klar und so haben wir uns dann ja, dementsprechend auch entschieden. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann wünsche ich unseren Gästen aus Hamburg eine gute und schnelle Heimreise und eine erfolgreiche Bundesliga-Saison. Vielleicht warten wir noch kurz, bis ich zu Ende geredet habe. Okay. Und wir sehen uns alle am Dienstag wieder. Schönes Wochenende. Danke. Ciao.